Herr Präsident, ich bin noch ein bisschen irritiert. Hier laufen noch 2 Minuten. Also. Nee, sind schon weg. Okay, gut. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Zuschauerrängen. Immer wenn es um die Frage der Beurteilung von Ausgangschemikalien für insbesondere Bedarfsgegenstände geht, dann ist natürlich aus unserer grünen Sicht eine ganz hohe Priorität auf den Gesundheitsschutz zu legen. Insofern, Frau Brandt, in der Tat, wir haben monatelang zusammengehockt und wir haben auch versucht, das Problem gemeinsam sozusagen in einen Antrag zu gießen. Ich glaube auch, dass wir am Ende nicht so weit auseinander sind. Mir hat sich auch nicht erschlossen, warum Sie beispielsweise im letzten zuständigen Umweltausschuss Ihren Antrag, den Sie eben hier noch mal vorgestellt haben, dann einfach zurückgezogen haben. Das war für uns dann auch ein bisschen irritierend. Aber das nur so zur Genese, weil Sie eben ja kurz vor Weihnachten ja auch eine längere Geschichte hier erzählt haben. Dann sollten Sie diesen Teil der Geschichte vielleicht dann auch miterzählen. Aber jetzt Herr Kollege, zur Sache. Eine Zwischenfrage von Frau Brandt. Ich würde gerne sozusagen im Zusammenhang vortragen und der Kollegin Brandt dann aber ganz selbstverständlich am Ende der Rede auch. Oh, dann ist auch vielleicht die Redezeit geben. Auch zu Ende. Gut, ja, also gut. Jetzt nicht jedenfalls. Ich werde jedenfalls ihr gleich noch Zeit einräumen, wie sich das gehört. Also immer dann, wenn es um gefährliche Ausgangs- oder scheinbar gefährliche Ausgangsstoffe geht für Bedarfsgegenstände, ist allerhöchste Vorsicht geboten, insbesondere dann, wenn es sich um solche Produkte des täglichen Lebens handelt, um Bedarfsgegenstände, die auch in die Hände oder Münder von Kindern kommen können. Und bei Bisphenol A handelt es sich ja um einen Weichmacher, der sich in vielen Kunststoffen, Plastikkunststoffverpackungen für Lebensmittel findet, aber auch in Plastikgeschirr, unter anderem auch in Butterbrotsdosen für Kinder. Also es ist ein Bedarfsgegenstand hier in der Beobachtung und auch eine Ausgangschemikalie, wo Vorsicht geboten ist. Was ist das nun für ein Stoff, dieses Bisphenol A, dieser Weichmacher? Nun, die Wissenschaft streitet darüber, wie gefährlich er tatsächlich ist. Ihm werden jedenfalls, und das ist unstreitig, in bestimmten Dosen hormonähnliche Wirkungen zugewiesen. Und diese hormonähnlichen Wirkungen können Unfruchtbarkeit, Erektionsstörungen, Diabetes, Brustkrebs oder Schädigungen des zentralen Nervensystems hervorrufen. So weit, so gut. Es kommt auf die Menge an und es kommt natürlich auch darauf an, ob dieser Weichmacher in gebundener Form vorhanden ist oder ob er tatsächlich freigesetzt wird. Frau Brandt, in Frankreich war es so, dass man sich in diesem Jahr tatsächlich darauf verständigt hat, Bisphenol A für Lebensmittelverpackungen zu verbieten. Allerdings in anderen Bereichen ist es eben nicht verboten worden. Und das hängt damit zusammen, dass es so ohne weiteres auch rechtlich in einem Nationalstaat nicht möglich ist, einen einzelnen Grundstoff zu verbieten, sondern das muss man auf europäischer Ebene lösen. Und da muss man eben auch die entsprechenden zuständigen Behörden davon überzeugen, dass eine generelle Gefährdung besteht. Ich will daran erinnern, dass bereits im Jahr 2011 für Nuckelflaschen, also für Babytrinkflaschen, Bisphenol A in Deutschland verboten worden ist. In Teilen haben wir also etwas Ähnliches schon seit längerer Zeit auch in Deutschland. Und so erklärt sich auch, dass wir bei der Beurteilung dieses Stoffes weiter auch gerne forschen wollen. Wir sind sehr zufrieden damit, dass auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die Besorgnis hinsichtlich dieser Problematik von Bisphenol A teilt. Sie hat die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge, den sogenannten TDI-Wert des Stoffes in diesem Jahr von 0,05 auf 0,004 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht heruntergesetzt. Das heißt, hier an dieser Stelle findet tatsächlich weiter eine Forschung statt. Und ich will auch dann darauf hinweisen, dass unterschiedliche Behörden hier teilweise in Deutschland auch zu unterschiedlichen Bewertungen gekommen sind. Das UBA beispielsweise empfiehlt, Produkte, die Bisphenol A enthalten, zu meiden, während das Bundesamt für Risikoeinschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass man eben in geringen Dosen diese Produkte weiterverwenden kann. Und so erklärt sich, dass wir nicht generell ausschließen würden auf europäischer Ebene, wie es auch übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, lieber Henning Höhne, in der Überschrift drinsteht, europaweit irgendwann zu einem Verbot, jedenfalls in Teilen, wenn es um Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände geht, kommen würde.
aber wir jedenfalls im Moment die Forschung weiter unterstützen möchten, mit dem Ziel, Alternativen zu Bisphenol A anzustreben. Da müssen wir nämlich nicht den juristischen Weg eines Verbotes gehen, sondern dann kann man einen bestimmten, für gefährlich eingestuften Stoff nach und nach aussourcen. Und das wäre sozusagen auch unsere Empfehlung, weiterhin auf europäischer Ebene nach Alternativen zu suchen, ohne sich letztendlich einem Verbot generell zu verschließen. Im Übrigen, Verbraucherschutz fördert, soll die Mündigkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher fördern und nicht die Bevormundung. Wir müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher aufklären, aber wir müssen ihnen keine bestimmte Lebensweise vorschreiben. Und jetzt, liebe Kollegin Brandt, zu Ihrer Frage. Bitte schön. Moment, einen Moment. So. Jetzt nur die Frage, oder können wir das direkt als Kurzintervention machen? Ich kann das nicht verstehen. Ich habe ja gerade erst die Sitzungsleitung übernommen. Sie hatten wohl eine Frage stellen wollen, das war vom Abgeordneten Markert abgelehnt worden, aber gleichzeitig war eine Kurzintervention noch angekündigt worden. Ich würde das jetzt zum Abschluss direkt als Kurzintervention. Ich hätte das jetzt gerne als Kurzintervention. Oder eine Kurzintervention? Ja. Herr Kollege, dann gibt es jetzt eine Kurzintervention der Frau Abgeordneten. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Herr Markert. Ich habe den Antrag zur Kennzeichnung zunächst ins umgekehrte Verfahren gegeben, weil ich die Zusage der regierungstragenden Fraktion hatte, einen gemeinsamen Antrag zum Verbot von Bisphenol A zu machen. Als das wieder zurückgezogen wurde, habe ich dann natürlich den stärkeren Antrag mit der Prüfung eines Verbotes gestellt und dementsprechend den zur Kennzeichnung rückgezogen. Unser ursprünglicher Antrag, der hatte das betont, was Sie gerade am Schluss gesagt hatten, nämlich der Verbraucher soll aufgeklärt werden, der Verbraucher soll selbst die für sich richtigen Entscheidungen treffen. Das war der ursprüngliche Ansatz. Da bin ich mit Ihnen eigentlich d'accord. Und ich finde immer, dass Sachen so nicht richtig gelesen werden oder dass Aussagen in den Raum gestellt werden, die es nicht genau treffen. Wir haben nie, weder im Antrag noch ich gerade, davon gesprochen, Bisphenol generell zu verbieten. Sowohl in Frankreich als auch in unserem Antrag geht es um Bisphenol in Verbindung mit Lebensmitteln, mit Produkten und nicht generell. Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Vielen Dank. Herr Kollege Marker. Ja, liebe Kollegin Brandt, nochmal, die Exegese war ja letztendlich von Ihnen angesprochen worden mit dem Ziel Verbot auf der einen Seite kontra Kennzeichnung, wie die Piraten ursprünglich das genannt hatten, sozusagen einzubringen. Was jetzt hier vorliegt, ist sozusagen Ergebnis einer Genese, weil zu dem Zeitpunkt, als wir uns verständigt haben, ein Verbot zu prüfen, gab es die rechtliche Einschätzung in Frankreich, dass ein generelles, auch nationalstaatliches Verbot möglich ist. Es gibt inzwischen in Frankreich ein Urteil, eine Gesetzes- oder eine Rechtsprechung, die sagt, ein Verbot, ein generelles Verbot dieses Stoffes ist nationalstaatlich nicht möglich. Das ist jedenfalls noch ein offener Prozess. Und insofern kann man ein nationales Verbot hier nicht fordern. Wir haben deswegen gesagt, wir verschließen uns einem solchen Verbot nicht, wenn der rechtliche Weg frei ist. Deswegen steht es ja auch noch in der Überschrift drin. Aber wir schreiben hier rein, und das geht in der Tat weiter als eine Kennzeichnung, Alternativen zu Bisphenol A europäisch anzustreben. Alternativen anzustreben. Das heißt, das ist ein Forschungsauftrag und das ist letztendlich auch ein politisches Signal, dass wir diesen Stoff insgesamt für gefährlich und für beobachtungswürdig halten, dass wir ihn in Teilen sogar jetzt schon verboten haben, dass wir in der Zukunft auch davon ausgehen, dass man ihn aussourcen muss, dass es aber im Moment für ein Verbot auf nationaler Ebene nicht ausreicht und auf europäischer Ebene das eben entsprechend erst noch geprüft werden muss. Deswegen auch dieser Antrag mit dem Verbot in der Überschrift und der Formulierung Alternativen zu Bisphenol A anzustreben auf europäischer Ebene im Text. Das geht übrigens weiter als Ihr ursprünglicher Antrag. Und ich denke, wir sind nicht weit auseinander. Vielleicht kann man das dann ja auch in der Abstimmung gleich deutlich machen. Herzlichen Dank. Okay, vielen Dank, Herr